Hallo und herzlich willkommen auf der Industry Forward Expo. Mein Name ist Leopold Bochtler und mein nächster Gast auf der Industry Forward Stage ist der Tassilo Gast, Business Development Manager Emerging Markets DACH bei Amazon. Hallo Tassilo. Guten Morgen, Leopold. Grüß dich. Du wirst uns gleich in deinem Vortrag erklären, wie man Wasserstoffsysteme schnell verfügbar machen kann. So viel von mir. Tassilo, die Bühne gehört dir. Wunderschönen guten Morgen. Freue mich, dass Sie auch so zahlreich hier erschienen sind für diesen Vortrag um 10 Uhr. Titel des Vortrags: Wasserstoffsysteme schneller verfügbar machen. Mein Name ist Tassilo Gass, wie eben schon gesagt. Vielen, vielen Dank für die Einladung und Einleitung. Ich bin strategisch zuständig für die Wasserstoffentwicklung im Bereich DACH, sprich Deutschland, Österreich und Schweiz, und freue mich, dass ich Sie heute hier durch den Vortrag begleiten darf. Starten wir kurz rein mit der Agenda. Ich werde eine kurze Einleitung geben zum Thema Amazon. Wer sind wir? Welche Standorte haben wir? Was sind Fakten und unsere Nachhaltigkeitsziele? Dann möchte ich einen kleinen Blick geben in die Zukunft der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland, Europa und global. Was sind die dringenden Aufgaben, die die Wasserstoffwirtschaft erledigen muss? Dann gebe ich eine kurze Übersicht über unser Portfolio, das Emerson-Portfolio für die gesamte Wasserstoffwirtschaft. Werde dann auf zwei Beispiele von den Emerson-Lösungen eingehen, den Digital Zwilling und die modularen Anlagenteile. Und gebe am Ende dann nochmal eine Zusammenfassung mit den Vorteilen, die eine Zusammenarbeit mit Emerson mit sich bringt. Vielleicht ganz, ganz kurz nur zur Einleitung: Wer sind wir überhaupt? Emerson ist aktuell ein Unternehmen, was global agiert und aktuell etwa 85.000 Mitarbeiter hat. Das heißt, die Zahl hier links unten, die ist schon wieder ein wenig nach oben korrigiert. Und wir bestehen aus zwei großen Einheiten: den Automation Solutions, sprich industrielle Automatisierung, und die Commercial und Residential Solutions, sprich im weitesten Sinne Gebäudeautomatisierung. Rechts auf dieser Karte, mal grau dargestellt, sehen Sie die Niederlassung von Emerson in Deutschland, Österreich und Schweiz. Hier sehen Sie also, wo wir überall Niederlassungen haben. Das sind Service-Niederlassungen, Vertriebsniederlassungen oder Produktionsstätten. Und mit dem Punkt 16 in Rot mal dargestellt, unser neuestes Service- und Betriebsbüro, was wir im Chemie- und Industriepark Leuna aufgemacht haben. Wenn Sie da also mal in der Nähe sind, kommen Sie gerne vorbei, besuchen Sie uns. Die Kollegen sind stets und ständig vor Ort und freuen sich auf Ihren Besuch. Ja, dann will ich ein kleines bisschen mal einen Hintergrund geben zur Wasserstoffwirtschaft in Deutschland, Europa und global. Was sind die Herausforderungen bezogen auf den Transport, die Verteilung und Produktion? Ich denke, wir sind uns alle einig, dass die Wasserstoffwirtschaft ein Zweig ist der Nachhaltigkeitsstrategie in Deutschland. Wir brauchen mehr grün produzierten, sprich nachhaltig produzierten Wasserstoff in Deutschland, um unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Ja, und jetzt habe ich hier Ihnen mal unten, sehen Sie das, mal ein paar Zahlen mitgebracht. Diese Zahlen sind aus dem Frühjahr diesen Jahres. Die können sich also wieder ein bisschen verschoben haben, aber in Relation zueinander, denke ich, wird einiges klar. Wenn wir uns nämlich mal angucken, was die globalen Projekte bis 2030 sind, sprich Projekte, die angegangen, finanziert und geplant sind, durchgeführt werden sollen, dann sprechen wir über ungefähr 90 Gigawatt. Die globalen Regierungsziele, sprich was laut Regierung gemacht werden soll, ist der Ausbau auf 300 Gigawatt Elektrolyseleistung global. Wenn wir uns aber den Bedarf angucken, um eben die Pariser Klimaziele bis 2050 zu erreichen, dann sprechen wir über einen Bedarf von 850 Gigawatt. Sie sehen also im Verhältnis, das, was angestoßen ist, das, was realisiert werden wird, zu dem, was wir benötigen, ist nur ein Bruchteil. Wir sprechen hier vielleicht von einem Zehntel. Und das schlägt sich also hier, wir sehen mal rechts noch eine andere Übersicht, sehen wir hier also auch noch mal. Das ist zum Beispiel die Elektrolyseleistung, die Produktionsleistung von den Elektrolyseherstellern zusammengenommen. Sie sehen hier zwei Balken bei 2025 und 2030. Einmal, was wäre benötigt, um die Regierungsziele bis 2030 zu erreichen? Für 2025 zum Beispiel 32 Gigawatt pro Jahr Ausbau. Und wenn man die gesamte Möglichkeit aller Elektrolysehersteller zusammennimmt, dann werden das ungefähr 16 Gigawatt sein.
Die Daten sind von einem Vortrag von Herrn Aldag von Sunfire vom Wasserstofffunk in Berlin 2022. Sie sehen also auch hier zu dem, was die Regierungsziele sind und was vielleicht, wenn alles wirklich richtig gut läuft, alle Elektrolysehersteller gemeinsam zusammen schaffen können, wird ungefähr trotzdem auf die Hälfte hinauslaufen. Das bedeutet, jetzt, wenn man sich das weiter anguckt, worauf läuft das hinaus? Wir brauchen mehr Wasserstoff, mehr Produktionsleistung, mehr Kapazitäten, nicht nur in Deutschland, sondern auch global. Wir werden natürlich auch Wasserstoff importieren müssen, um den Bedarf zu decken. Was bedeutet das aber für die Wasserstoffindustrie, Wasserstoffwirtschaft in Deutschland? Das bedeutet also, dass nicht nur die Zulieferer und die Produzenten, die Elektrolysehersteller, sondern eben auch die Anlagenbauer für Derivate von Wasserstoff gemeinsam skalieren müssen. Das heißt also nicht eine Produktion, sondern auch Automatisierung, Fertigungsgeschwindigkeit von Elektrolyseanlagen müssen steigen, um gemeinsam die Nachhaltigkeits- und Klimaziele zu erreichen. Ja, und dann werden Sie sich vielleicht jetzt fragen, was kann Emerson dazu beitragen, um eben in dieser Skalierung mit etwas beizutragen? Da kommen wir jetzt nämlich auf unser Portfolio von Emerson zu sprechen. Wundern Sie sich nicht, wenn jetzt dieses Slide noch weiß ist, die wird sich jetzt gleich von unten nach oben aufbauen. Ich zeige jetzt das Portfolio von Emerson für die Wasserstoffwirtschaft, sprich für Wasserstoff, für Porte-X, aber auch Ammoniak und Methanol, die in diesem Fall Derivate von Wasserstoff für den Transport sein können. Fangen wir ganz unten an mit den Feldgeräten. Alle Produkte, die ich eben Ihnen hier zeige, sind Emerson-Produkte, Produkte, die wir in unserem Haus haben, die wir produzieren, die wir für die Wasserstoffwirtschaft bereitstellen können. Wir sprechen also, wenn wir uns das hier einmal angucken, wir sprechen über Messtechnik und Durchfluss, Druck, Temperatur, Füllstand, Durchflussgeräte, wie zum Beispiel Coriolis, Vortex, magnetisch-induktive Messung, den gesamten Bereich von Flüssigkeits- und Gasanalytik. Wir werden natürlich den Wasserstoff und den Zustand kontrollieren müssen, analysieren müssen an den Übergabenstellen, der sogenannte Custody Transfer oder eichamtliche Verkehr. Magnetschalter und Pneumatik, sprich Ventilinseln, Druckversorgung oder auch hier Absperrventile, Final Control, sprich Absperrklappen, pneumatisch, elektrisch betriebene Antriebe, Regler und Armaturen. Auch die haben wir im Portfolio für die Wasserstoffwirtschaft. Hier haben wir die Daten aus dem Feld quasi berührend oder auch nicht intrusiv aufgenommen, müssen die natürlich durch eine Steuerung aufgenommen und weiter verarbeitet werden. Auch hier hat Emerson ein eigenes Produktportfolio über anlagenweite DCS-Steuerung, bei uns Delta V genannt, oder auch die CHARMS-Technologie, sprich eine Technologie, womit Daten aus dem Feld, Harddaten, extrem schnell und einfach aufgenommen werden können und auch Systeme schnell ins Feld deployed werden können. Modulare Steuerung und PLCs, sprich für kleinere modularen Anlagenteile wie Skids oder Container. Auch das haben wir im Portfolio, genauso wie das Portfolio der Maschinengesundheit, etwas, was immer wichtiger wird, um eben prädiktive Wartung vorzunehmen. Ja, und ganz oben drüber folgte natürlich zu guter Letzt dann das Datenmanagement, sprich, was mache ich mit all den Daten, die ich aus dem Feld über die Steuerung aufgenommen habe? Und auch hier hat Emerson ein breites Portfolio an Softwarelösungen. Das geht los bei Engineering und Design, sprich in Betriebnahme oder Steuerungstools, auch wenn ich noch gar keine Anlage in Betrieb habe. Dann herkömmlich und bekannte Steuerungssoftware, heißt Prozesskontrolle, Visualisierung von vielen 10.000 IOs, die sichtbar zu machen, Alarme zu nehmen, den Prozess zu kontrollieren oder zum Beispiel auch der Digital Twin, auf den ich gleich nochmal in einem gesonderten Beispiel komme. Genauso wie das Produktionsmanagement, auch extrem wichtig heutzutage, NSC, Energie, Emissions- und Ressourcenmanagement zu betreiben. Und nicht zu guter Letzt Zuverlässigkeit und Leistungsmanagement, um eben festzustellen, ja, wie es meinen Anlagen und wie es meinen Assets geht. Ja, das also das Gesamtportfolio von Emerson einmal grob dargestellt. Ich möchte das Ganze jetzt auch nochmal in einem weiteren Bild zeigen, einfach nur mal eine andere Übersicht. Wir sehen hier mal Wasserstofflösung, alles aus einer Hand. Sie sehen hier also eine Möglichkeit, zum Beispiel der blaue Wasserstoff oder auch der grüne Wasserstoff, den wir natürlich in der Zukunft nur und ausschließlich nutzen wollen, hergestellt durch erneuerbare Energien und die Nutzung von Elektrolyseuren
oder halt Large-Scale-Elektrolyseuren, sprich mehrere hundert Megawatt oder auch Gigawatt in der Größenordnung der elektrischen Leistung. Hier wird dann also Wasserstoff produziert, der kann umgewandelt werden oder direkt transportiert werden. Umwandlung zum Beispiel in LOHC, also chemisch gebundener Wasserstoff, oder eben Ammoniak oder Methanol, um über weite Strecken den Wasserstoff als Derivat sicher zu transportieren. Dann die Umwandlung in Wasserstoffderivate, wie eben schon genannt, Ammoniak oder Methanol, oder auch die Synthetic Aviation Fuels, sprich die Luftfahrt mit grünen Molekülen zu versorgen. Wenn wir dann weiterschauen, kann der Wasserstoff eben auch über Kompressor, Lagertank und die Zapfsäule im Endeffekt dann im Wasserstoffauto oder dem LKW oder auch dem Wasserstoffzug landen. Und natürlich auch ein extrem wichtiges Feld, die Brennstoffzelle oder die Anwendung in der Industrie als grüner Eingangsstoff, sodass wir dann also eben eine Wasserstoffwirtschaft haben und einen großen Schritt Richtung dekarbonisierte oder defossilisierte Industrie haben. Hier ist eben wichtig, wir können hier all diese Teile der Wasserstoffwirtschaft Emerson nutzen als einen kompetenten Partner, der eben diese gesamten Automatisierungslösungen für Sie bereitstellen kann. Ja, und jetzt möchte ich gerne nochmal auf zwei Beispiele genauer gesagt eingehen, die eben im Wasserstoffmarkt sehr gerne genutzt werden und immer wichtiger werden. Anfangen möchte ich gerne mit dem Digital Twin. Der Online-Digital Twin für Elektrolyseprojekte ist ein softwarebasiertes System von Emerson, das auch Sie nutzen können. Ja, schauen wir uns auf der linken Seite einfach mal an, wie funktioniert so ein Elektrolyseur. Das ist natürlich eine sehr vereinfachte Darstellung. Es wird Wasser genommen, es wird durch die Elektrolyse in Sauerstoff und Wasserstoff aufgespalten. Der Wasserstoff wird aufgefangen, aufbereitet, verdichtet und dann weitergegeben. Dieser Bereich der Elektrolyse ist also im Standardfall jetzt vielleicht bei 2, 5, vielleicht 10 MW in einer Größenordnung zu haben. Und aber um die zukünftigen Projekte für die Elektrolyseleistung zu gewährleisten, brauchen wir 50, 100, 500 Megawatt oder vielleicht auch Anlagen im Gigawatt-Bereich. Und jetzt ist natürlich für Anwender, für Anlagenbauer, für Elektrolyse-Projekte natürlich wichtig, wie kriege ich jetzt dieses System, was ich habe, dieses Modul nach oben skaliert, um eben die geforderten elektrischen Leistungen auch am Markt verfügbar zu machen. Und hier kann tatsächlich der Digital Twin eine Lösung sein, um schon im Vorhinein, ohne wirklich eine Anlage direkt bauen zu müssen, Effekte festzustellen und eben die Skalierung vorzudenken. Mit einem Digital Twin ist es möglich, Skalierungseffekte zu betrachten, aber auch natürlich einen prädiktiven Einblick in das Prozessverhalten zu haben. Wo, an welcher Stelle werde ich vielleicht einen Bottleneck haben? Wo, an welcher Stelle brauche ich vielleicht noch mehr Wissen, mehr Messtechnik oder mehr Steuerung, um die Signale eben ihren Wirkbereichen zu halten? Ich kann Effizienzbetrachtung der hochskalierten Wasserstoffsysteme betreiben, kann mir Wirkungsgrade anschauen, kann die Leistung des hochskalierten Systems auch angucken und überwachen und kann somit also viele, viele Vorteile nutzen, schon im Skalierungs- und Schaffungsprozess, um eben bestimmte Vorteile zu erreichen. Was sind also die Benefits der Nutzung eines Digital Twins für Elektrolyseprojekte? Ich habe im Endeffekt längere Laufzeiten meines Projektes, meiner Anlage, weil ich vorher schon geschaut habe, was die Skalierungseffekte und das Prozessverhalten ist. Ich habe eine erhöhte Effizienz der Gesamtanlage für die Elektrolyse, eine verbesserte Betriebsführung, weil ich schon vorher sehen kann, wo und auf welche Signale ich achten muss und habe im Endeffekt mit einem Digital Twin eine Kostenreduktion in der wirklichen Ausführung dieser Projekte des Anlagenbaus, was im Endeffekt für Sie, für die Bauer von Elektrolyseanlagen, wieder einen Vorteil im Gesamtmarkt verschafft. So viel also zum Digital Twin, eine digitale Lösung für Elektrolyseprojekte. Ich möchte noch auf einen weiteren Teil kommen. Auch hier wieder, die weißen Flächen auf der Slide werden sich gleich füllen. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, das Portfolio von Emerson für die Wasserstoffwirtschaft ist sehr umfassend. Wir haben sehr viele Lösungen für diesen Markt. Und jetzt kann man auf die Idee kommen, wenn wir sowieso viele Einzelteile von Emerson beziehen und Emerson als Partner an die Seite nehmen,
Warum beziehen wir nicht dann gleich fertige Module von Emerson? Sie entscheiden das. Das ist tatsächlich aber auch möglich. Hier möchte ich auch ein paar Beispiele nennen. Schauen wir uns das Ganze hier unten an. Separate Komponenten. Das können Druckleder sein, Armaturen sein, Messtechnik sein, Steuerungseinheiten. Die können Sie natürlich separat von uns beziehen, selber einbauen oder Ihrem IC-OEM an die Seite stellen. Sie können natürlich auch auf die Idee kommen und sagen, na gut, wenn Emerson dazu noch Messtechnik und Armaturen und auch Steuerung hat, warum bringt uns das Emerson nicht zu fertigen Prozesslösungen zusammen? Denn das können wir als Emerson für Sie tun. Dann kriegen Sie von uns also zum Beispiel vorgefertigte, abgeprüfte Montageplatten, auf denen eben Piping und Dichtung und so weiter schon vorgefertigt ist. Aber das geht auch noch einen Schritt weiter. Sie können natürlich auch dann verwenden eben die Komplettlösung, indem Sie also diese gesamten Gerätschaften in einen Schrank, in ein Kabinett schon einbringen und somit eine Komplettlösung von Emerson erhalten mit Ex-Zertifikat, mit Abnahme, mit Diagnostik und Auswertung, wo wir dann eben gemeinsam mit Ihnen nur festlegen, welche Signale sollen reingehen, welche sollen rausgehen und was soll dieses Modul, dieser modulare Anlagenteil für eine Aufgabe übernehmen. Ja, für Sie bildet das folgende Vorteile ab. Sie können Zeit, Geld und Ressourcen sparen. Wir bieten auch Engineering zu diesen Services dazu. Die Anlagen kommen zu Ihnen komplett getestet und zertifiziert und wir können die natürlichen Absprache mit Ihnen auf Ihren Gebrauch komplett einstellen. Das bedeutet also, Sie können, ich sage das immer so, nach vorne arbeiten. Sie können sich um neue Projekte kümmern, können neue Projekte angehen, weil eben die Time to Market, die Sie dann haben, durch eine Zusammenarbeit mit Emerson drastisch verkürzt wird. Ich möchte hier noch auch auf ein paar Beispiele zusätzlich und additiv drauf eingehen. Sie sehen hier mal ein Beispiel von einem Projekt, was wir bereits durchgeführt haben. Das ist also nicht mehr nur ein kleiner modularer Anteil, Anlagenteil, sondern tatsächlich eine gesamte Skid, sogar ein kleiner Container gewesen. Das war ein Projekt, was wir in Deutschland durchgeführt haben, eine Mischstation, die eben Wasserstoff plus Erdgas für die Einspeisung in das Erdgasnetz aufbereitet hat. Und die bestand, das sehen Sie zum Beispiel hier unten rechts, aus Druckmessung, aus Temperaturmessung, aus Druckregelung, aus Durchflussmessung mit dem Coriolis-Prinzip, aber auch zusätzlich so mit der Automation, das besteht also Steuerungssignale eben aufzunehmen und Ventil und Armaturen auch zu regeln. Es gab eine Odorantinjektion, eben damit hier also auch der Duftstoff, den man dann riecht, auch mit beigesetzt ist. Es wurde eine Druckkontrolle hinzugefügt und weitere Komponenten, die Sie hier auch sehen, zum Beispiel Sicherheitsventile und ein Gaschromatograph, um eben gleich die Qualität dieser Gaszusammensetzung, dieser Gasmischung auch mit aufzunehmen. Das ist also etwas, was wir eben sozusagen in der finalen Ausbaustufe auch gemeinsam mit unseren Partnern für Sie bereitstellen können, sodass Sie sich eben auf diesen modularen Anlagenteil komplett verlassen können. Emerson als einen Ansprechpartner für dieses Modul und für die Automatisierung an der Seite haben und somit wieder weitere, ja, Ressourcen frei haben bei Ihnen im Haus, um weitere Projekte oder weitere Aufgaben aufzunehmen. Ja, hier habe ich nochmal eine andere Ansicht oder ein weiteres Beispiel nochmal. So kann es eben im Endeffekt dann auch aussehen. Sie sehen also hier Piping, Sie sehen Ventile, Sie sehen Regler, Sie sehen Messung. Das Ganze war im Endeffekt dann in einen Container verpackt und wurde so unserem Endkunden zugesendet. Das bedeutet also nochmal gesagt, diese ganzen Lösungen, die wir haben, Feldgeräte, Steuerung, Automatisierung, können Sie von Emerson nutzen, um dann im Endeffekt einen Ansprechpartner zu haben, eine Projektabwicklung, ein Angebot, einen Auftrag und eine Abwicklung mit uns an Ihrer Seite. Wir sind da flexibel, kommen Sie gerne auf uns zu, um eben diese Aufgaben gemeinsam anzugehen. Ja, und dann bin ich schon im Endeffekt auch auf meiner Zusammenfassungsfolie angekommen. Was sind jetzt die Vorteile einer Zusammenarbeit mit Emerson? Wir haben also ein sehr, sehr umfangreiches Produktportfolio für Feldgeräte, Steuerung und Datenmanagement. Wir haben also über 75, 80% der Automatisierung im Haus, um eben Wasserstoff, Power-to-X, Methanol, Ammoniak oder auch eben SAF, sprich Synthetic Aviation Fuel, Automatisierungsprojekte bereitzustellen.
Es gibt natürlich einige Teile, die auch wir nicht haben. Wir besitzen in unserem Portfolio keine Pumpen, keine Verdichter. Die werden wir natürlich auch bereitstellen oder zukaufen müssen, wenn solche Projekte kommen. Aber was die wirkliche Automatisierungstechnik angeht, haben wir ein sehr, sehr breites Portfolio, was wir Ihnen hier anbieten können. Zusätzlich durch die tiefe Wertschöpfungskette, eben durch das Produktportfolio in-house und die sehr guten Beziehungen zu Partnern in Deutschland und auch Europa, können wir eben sehr gute marktgerechte Preise darstellen, die Ihnen wieder zugutekommen, um Ihre Time to Market und eben auch Ihre Wettbewerbsfähigkeit im Markt zu erhöhen. Durch weniger Schnittstellen, nämlich Emerson als einen Hauptauftragsnehmer, können Sie wieder nach vorne planen, neue Projekte, mehr Arbeit aufnehmen und haben eine vereinfachte Projektabwicklung. Und eben dadurch, dass wir auch Engineering-Leistungen übernehmen können und Partner schon seit vielen Dekaden an der Seite haben, können wir eben auch eine beschleunigte Lernrate anbieten, eben durch die vielen globalen Wasserstoffprojekte, die wir auch schon durchgeführt haben. Ja, deswegen nochmal mein Aufruf ganz zum Schluss. Kommen Sie gerne auf uns zu. Sie finden auch diese Slides, die ich hier zeige, auch nochmal nachher auf dem Company Hub von der Industry Forward Expo. Können da also nochmal nachschauen. Da finden Sie auch meine Daten nochmal. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch im Nachgang, wenn Ihre Kollegen vielleicht das nicht geschafft haben, hier beizuwohnen, dass Sie das denen gerne auch zeigen, noch zusenden. Und wir stehen immer gerne bereit. Damit bin ich auch schon am Ende meines Vortrags und freue mich jetzt natürlich auf Fragen und die Diskussion, die wir hier noch gerne führen können. Ich danke Ihnen schon mal. Danke sehr. Vielen Dank, Tassilo, für den Vortrag und dass du uns da ein bisschen mitgenommen hast in das Amazon-Portfolio zu Wasserstoffanlagen. Ich würde gleich mit den Fragen reinstarten, damit wir mit allen durchkommen. Die Natürlich erste gerne. Frage ist: Hat Amazon bereits modulare Anlagenteile für die Wasserstoffindustrie geliefert? Wenn ja, welche und wohin? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, Emerson hat schon modulare Anlagenteile geliefert. Also für einen Elektrolysehersteller zum Beispiel im europäischen Markt liefern wir genau solche kleinen, wie schon gezeigten, Kabinette, wo eben nicht nur eben Messtechnik und auch Ventile, also Steuerungseinheiten drin sind, sondern eben auch tatsächlich Steuerungssignale aufgenommen und weiterverarbeitet werden. Wir haben eben dieses Beispiel, was ich eben auch schon gezeigt habe. Auch das ist tatsächlich ein Projekt, was schon in Deutschland gelaufen ist, diese Mischstation. Und weitere modulare Anlagenteile haben wir eben auch schon gebaut. Wenn da mehr Interesse besteht, dann gerne auf uns zukommen. Dann kann ich da eben auch noch weitere Beispiele dazu nennen. Sehr gerne. Okay, vielen Dank. Dann die nächste Frage: Was muss die Anlage mitbringen, damit Amazon mit seinen Lösungen unterstützen kann? Ja, auf die Frage, was muss die Anlage mitbringen? Auf worauf ist das gemeint? Kann vielleicht derjenige, der die Frage stellt, nochmal spezifizieren? Also im Prinzip, das war umrissen. Eigentlich muss die Anlage erst einmal nichts mitbringen. Emerson kann die Automatisierungslösung so bereitstellen, wie eben der OEM, respektive EPC, in Absprache mit dem Endkunden, die haben will. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass die Frage vielleicht so in Richtung SEAL, Applikation, Sicherheit oder ATEX geht. Da ist es eben so, dass Emerson viele, viele Möglichkeiten hat und natürlich auch die SEAL- und ATEX-Fähigkeit der Geräte mitbringt. Das ist ja immer ein großes Thema im Bereich des Wasserstoffmarktes. Sicherheit und wie gehen wir mit dem Wasserstoff um. Ja, wenn die Frage nochmal von dem Zuhörer vielleicht nochmal spezifiziert wird, kann ich da gerne nochmal genauer drauf eingehen. Ich hoffe, ich habe Sie richtig verstanden. Okay, ja, das vielleicht nochmal als Aufruf: Das Live-Q&A-Tool ist auch jetzt immer noch geöffnet, also man kann weiterhin Fragen stellen, falls es nochmal Nachfragen gibt. Ich will gleich mit der nächsten Frage weitermachen. Übernimmt Amazon die Erstellung des Digital Twins und die gesamte Analyse meiner Elektrolyseanlage? Emerson kann also das Aufsetzen des Digital Twins können wir mit übernehmen, aber in den meisten Fällen wird das tatsächlich in Zusammenarbeit mit dem Elektrolysehersteller oder auch für andere Anlagenbauer, das mag ja jede mögliche Anlage, die der Skalierung als Aufgabe unterworfen ist, eben auch wichtig sein. In den meisten Fällen ist das so, dass wir das eben zusammen mit dem Elektrolysehersteller machen, weil der natürlich viel, viel mehr Wissen hat, viel, viel mehr Input auch noch geben kann und somit auch mit den Daten, die aus einem Digital Twin im Endeffekt rauskommen, natürlich noch viel weitere Konklusionen und Handlungsanweisungen generieren kann, als wir das als Automatisierungshersteller können. Aber, und das ist auch ganz klar,
Durch die vielen globalen Wasserstoffprojekte, die wir schon durchgeführt haben, haben wir natürlich auch ein Know-how, ein Wissen, was wir natürlich dann in dem Fall gerne teilen können. Also wenn da Interesse besteht, gerne auf uns zukommen, das können wir gerne gemeinsam aufsetzen oder eben, wie auch gesagt, als Engineering-Dienstleistung. Okay, vielen Dank. Das macht auf jeden Fall Sinn, das gemeinsam zu machen. Dann gleich mit der nächsten Frage. Muss man dann ständig nachskalieren, da es gerade viele neue Entwicklungen rund um Wasserstofftechnologien gibt? Ja, das ist eben eine Bewegung, die sehr interessant ist. Die Frage auch vielen, vielen Dank, ist eine sehr interessante Frage. Da gibt es ja verschiedene Ansätze im Markt. Also es gibt zum Beispiel Hersteller, die sich jetzt gucken, wir versuchen eine Standardisierung zu finden, mit der wir dann in der Zukunft die Anlagen skalieren. Es gibt andere Hersteller, die sich da noch im Findungsprozess befinden und gucken, okay, wollen wir jetzt kleinere dezentrale Anlagen erst einmal fahren, die vielleicht im 5-Megawatt-Bereich dann maximal sind. Andere Hersteller versuchen, größere Elektrolyseleistungen direkt vorneweg bereitzustellen. Das ist im Endeffekt der Strategie, der Firmenstrategie des Elektrolyseherstellers natürlich auch überlassen, in welche Richtung er da gehen möchte. Da gibt es auch verschiedene Hersteller am Markt. Nachskalieren ist natürlich mit einem Digital Twin möglich. Das ist ja der große, große Vorteil von dieser Technologie, um dann eben auch Wissen zu generieren für den Elektrolysehersteller, in welche Richtung er vielleicht sinnvoll mit seinem Unternehmen dann auch weitergehen kann. Okay, vielen Dank. Jetzt kam gerade noch eine Frage rein. Ich könnte mir vorstellen, dass die sich auf die vorhin bezieht mit den Voraussetzungen. Falls ich nun auf einmal so ein Gerät umstellen will, sind diese kompatibel mit meinem bestehenden System? Ah ja, okay, dann weiß ich, wenn die Frage hält. Ja, also die Geräte natürlich, das sind industriell, das sind Geräte, die seit Dekaden im Markt vorhanden sind. Auch zum Beispiel die Wasserstofffähigkeit von vielen unserer Geräte ist ja auch nichts Neues. Der Wasserstoff an sich ist ja, das wissen wir auch alle, nichts Neues. In jeder Raffinerie, in vielen Chemiebetrieben wird mit Wasserstoff in vielen Variationen schon seit Dekaden hantiert. Das heißt also, unsere Geräte sind auch standardmäßig eben auch für die Wasserstoffnutzung auch ausgelegt. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Twist, den man eben an einem Gerät machen muss, aber die sind standardmäßig vorhanden. Und um die Frage jetzt eben des Zuschauers hier zu beantworten, die Industriegeräte, die wir haben, die können zum Beispiel standardmäßig über das 4 bis 20 Milliampere-Signal eingebunden werden. Das heißt also, wenn sie standardmäßige Anbindung zum haben, können die Geräte auch ja relativ simpel ausgetauscht werden. Wenn sie ihre Anlage eben haben, haben sie 4 bis 20 Milliampere oder einen Modbus oder einen Profibus. Diese digitalen Konnektivitäten oder halt hart verdrahtet über 4 bis 20 Milliampere ist der Industriestandard. Und den können wir natürlich auch mit unseren Geräten bereitstellen. Somit ist ein relativ einfacher Austausch auch möglich. Ja. Okay, vielen Dank. Jetzt kommen wir zur letzten Frage, die ist aber auch etwas länger. Gibt es schon ausreichende Liefer- und Speicherlösungen für Wasserstoff, da diese Energiequelle noch recht neu ist und vor allem in näherer Zukunft in deutlich höheren Maßen verfügbar gemacht werden muss? Wie sieht es aktuell aus? Ja, also da ist es eine sehr, sehr schöne Frage. Da könnten wir jetzt auch bestimmt noch eine halbe Stunde uns weiter mit überlegen. Ich gucke aber eben noch ein bisschen auf die Zeit, dass wir da eben nicht überziehen. Ja, also die Speicherung und der Transport von Wasserstoff ist eine sehr interessante Sache. Natürlich ist einer der Speichermöglichkeiten, die man sich überlegen kann. Da sind eben auch Betriebe wie zum Beispiel Rasuni zum Beispiel auch da an den Entwicklungen mit beteiligt, dass man zum Beispiel Wasserstoff versucht, in den bestehenden Erdgasspeichern oder den Kasernen, in den Salzkavernen eben einzupressen, da eben Wasserstoff statt Erdgasreserve zu speichern. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass man Wasserstoff in seinen Derivaten, die ich auch angesprochen hatte, wie zum Beispiel Ammoniak oder Methanol speichert. Das wird zum Beispiel auch ein sehr wichtiges Derivat sein, der Ammoniak, insbesondere um über große Strecken per Schiff den Wasserstoff sicher zu transportieren. Aber das ist ganz klar, das ist eine Aufgabe für die nächsten Jahre, da sowohl Lagerstätten zu finden, auch Lagerkapazitäten aufzubauen, um eben diese Wasserstoffwirtschaft ja voranzutreiben, zu skalieren und wirklich erfolgreich zu machen. Ich stimme dem Zuschauer da in jedem Fall zu. Es gibt noch nicht die eine Lösung. Es wird viele einzelne Lösungen geben, die man nutzen muss, um in der Gesamtheit dann eben auch insbesondere in Deutschland erfolgreich zu sein. Okay, vielen Dank, Tassilo. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du dich jetzt noch den Fragen gestellt hast, der Zuschauer, und die so Sehr schön gerne. beantwortet hast und hoffe, dass damit erstmal alle Fragen beantwortet sind. Der Tassilo hat schon gesagt, unterhalb vom Vortrag finden Sie seine Kontaktdaten, also da können Sie sich mit ihm in Verbindung setzen, wenn Sie noch weitere Fragen haben oder sogar Interesse haben, sich da mit Amazon zusammenzutun.
Genau. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, wie immer fürs Zusehen und wünsche Ihnen noch viel Spaß auf der restlichen Industry Forward Expo.